Das Gute ist, wenn man eine Waage kennt, es gibt immer Kaffee. For free natürlich. Also, die machen wir. Scooter? Schön Scooter. Ja. Top. Haben wir 20, 20 Years of Hardcore. Wie heißt der nochmal? Scooter. Und den werden wir jetzt hier schön anmachen. Top. Genau. Schön nochmal was aus Ohr. Und dann um 16:22 ist hier halber gesagt. Bei dir Hardcore. Genau. Always Hardcore. Always Hardcore, ganz genau. Okay. So. Warmfahrprogramm, wie sieht's aus? Ich gehe jetzt auf die Rolle. Ich habe noch, warte mal, Rollenvergleich, eine gute Stunde. Ja. Okay. Jetzt haben wir es 15:20, gute Stunde. Und bisschen warm. Bisschen warm drehen natürlich. Ja, also optimal ist jetzt, hat es wieder angefangen zu regnen. Ja. Ich habe gehofft, dass kann sich minütlich ändern. Deswegen sind die Kurven trotzdem nass. Hör auf zu heulen. Also ich gehe gleich mal, suche noch eine Packung Taschentücher, dann kann er mal hier ein bisschen flennen. Ja. Genau. Der Himmel sein. Genau, was fährst du? Ein paar Intervalle und dann so ein bisschen? Oder? Genau, ein paar Intervalle. Nee, auch gut. Wie gesagt, hat schon mal richtig hart aufgetreten jetzt hier beim Bahnfahren. Ist wichtig, ja. Unser Trainer sagte immer, was jetzt weh tut beim Bahnfahren, tut nachher weniger weh. Das ist richtig. Und nee, da hat er gar nicht so Unrecht. Also, ich mache mich auf die Rolle. So, Kobel Mike geht jetzt an die Arbeit. Prost. Und jetzt werden wir gleich mal den Mechaniker fragen, ob Waggi eigentlich kompliziert ist, was seine Fahrradgestaltung irgendwie angeht und was sich da ständig irgendwas noch ranbauen lässt. Oh, I'm very complicated. Okay. Just need a good fast bike. That's good for him. Okay, and do you think today it fits him? We shall see. Okay. So, pünktlich zu Waggis Start hat es natürlich angefangen zu schiffen. Also zumindest regnet es relativ unangenehm. Das ist ja dieser Sackgangregen, dieser Sprühnebel, der einfach nicht aufhört. Und ich stehe jetzt hier an so einem Tunnel. Da müsste er in Kürze rauskommen. Und dann hoffe ich mal, dass wir den hier abpassen können und mal direkt ein erstes Statement, ein O-Ton erhaschen können. Alter, wer hat denn hier die Brücke eingebaut? Und jetzt kommt hier eine schöne Laktatwelle. How was it? Also, du siehst auf jeden Fall richtig ausgepowert aus. Herzlichen Glückwunsch erstmal, Prolog überstanden. Geil, nur noch 3520 Kilometer. Also, die Beine waren gut. Ja, das ist schon mal schön. So die letzten, nach der letzten Kurve, da sind es noch 4 Kilometer gewesen bis zum Ziel. Da hatte ich erst meine Beine gefühlt. Echt? Ja. Top, du steigst. Wie gesagt, schöne Beine. Das hat mir auch der sportliche Leiter bestätigt hier. Mhm. Und ich habe ganz viel liegen lassen in den Kurven, weil ja, war ja auch mein, nee, mein Teamkollege Dylan Grunewegen, der ist gefallen. Oh. In einer Kurve, wo ich beim Warmfahren schon fast gelegen hätte, fast. Und der fällt da tatsächlich im Rennen. Das ist natürlich nicht so geil, wenn du dann so zum Start fährst. Du, ich bin übrigens gefallen in deiner Kurve, wo du fast gelegen hättest. Nee, ansonsten, ja. Gut durch, war geil, war mega. Ich konnte halt nichts sehen, war ein bisschen Blindflug hier. Oh. Der Helm sieht geil aus, er ist auch geil, aber ja, letztendlich siehst du jetzt bei dem Wetter nichts. Ja. Aber gut. Hast du denn etwa eine Zeit auf dem Schirm? Ja. Also ich habe hier abgedrückt, 16:47. Oh, das ist gut, unter 17 Minuten. Unter 17. Top. Ja, ich habe bei der Zwischenzeit stand mal plus 25, aha, das habe ich nur mitbekommen. Okay. Also war ich 25 Sekunden. Gut, ja, Niki führt aktuell, wenn er nicht jetzt schon überholt wurde. Nee, Niki ist ja immer für eine schnelle Zeit gut. Genau. Albi, den kotzt die Welle auch an. Ja, die kotzen alle richtig. Nee, jetzt im Bus, bisschen ausfahren. Ja. Und dann geht's weiter. Alles klar, Wagi, vielen Dank. Bis später. Sehr gerne. Also Dicker. Boah, lass mal hier den Knopf aufmachen, Alter. Wenn mal Blut im Fuß kommt. Ja, besser ist das. Gut. Aber sonst war geil, Alter. Geile Stimmung, war mega. Hat richtig Spaß gemacht, war richtig gut. Also, danke Düsseldorf. Toll. Gut, Dicker. Ja. So. Ich hoffe, der bleibt gerade sitzen hier auf seiner Karre. Du hast gerade ein bisschen was darüber gesagt. Ja, also es ist natürlich schmiersch wie Aas. Es fiecht. Fiecht übelst. Nee, die Sache ist, ich fiebere natürlich jetzt unheimlich mit jetzt hier für Primus. Und wenn das Video jetzt hier online geht, dann wissen wir natürlich hier, wer der Sieger ist. Und nee, ich hoffe, er bleibt einfach gerade auf dem Rad sitzen. Unser Zweiter ist gerade gestürzt, George Bennett. Also
Kurven sind hier unheimlich glatt und das Problem ist, wenn man hier in die Bremse geht, dann passiert erstmal gar nichts, ja, und dann wird die Felge quasi trocken gebremst und fängt an zu blockieren und das ist halt das große Problem an der ganzen Sache. Woran liegt das? Das ist die Carbonscheibe? Ja, richtig. Da ist natürlich ein Wasserfilm drauf, der muss sich erstmal wegbremsen. Und wie gesagt, da passiert erstmal gar nichts, wenn man in die Bremsen geht. Ja, also man kann jetzt schwierig dosieren. Und wenn es dann mal bremst, dann bremst es richtig und dann blockiert gleich das Hinterrad. Aber das Problem, das haben denke ich mal alle. Ja. Und ja, genau. Also mal gucken. Gestern hast du gesagt, du hoffst, dass dir die Beine dann ein bisschen aufgehen, dass die Beine frei sind, offen sind für morgen. Ja. Ist das jetzt so? Ist das so? Ist das so? Nee, ich hatte wirklich gute Beine, muss ich heute sagen. Also hat Spaß gemacht. Natürlich war da auch genug Adrenalin dabei. Und beflügelt durch die Familie, durch die Zuschauer, durch viele Freunde und Bekannte, die ja an der Straße sind. Also hab auch das eine oder andere Mal meinen Namen gehört, was natürlich cool ist. Und die Beine sind gut. Also ich bin da auch guter Dinge für morgen. Vielleicht stand ja Carmen Geiss an der Strecke und hat Robert gerufen. Ja, genau. War auf jeden Fall eine geile Atmosphäre, trotz des Wetters hier. Also es hat unheimlich Spaß gemacht. Ja. Cool. Wie geht es jetzt heute noch für dich weiter? Was machst du noch? Ich saß bisher noch auf der Rolle, ziemlich lang. Mein sportlicher Leiter kam schon und hat gesagt, sag mal, willst du jetzt bis Paris fahren auf der Rolle? Ich habe gesagt, ich mache ruhig noch ein bisschen Grundlage so, ein paar Kilometer machen. Essen, trinken. Mhm. Ich habe mich jetzt gut ausgefahren und werde dann gleich zum Hotel fahren, bekomme noch eine schöne Massage und dann haben wir Abendessen. Und wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass wir nachher anstoßen können. Das wäre natürlich mega. Wow. Ja. Generell vielleicht noch so vom Kurs her? Sehr toller Kurs. Du hast gerade schon gesagt, wenn das nachher online geht, ist die Messe schon gesungen. Dann aber ist jetzt, genau. Jetzt ist noch vorher. Genau. Wem liegt es? Das liegt ja allen Jungs, die richtig Wind machen können, die richtig Watt fahren können. Also das ist ein Toni-Kurs, ja? Das ist aber auch ein Roglic-Kurs. Das ist ein Van Emden-Kurs, wie sie alle heißen. Nee, also es ist ein richtig, es ist ein ganz, ganz toller Zeitfahrkurs. Wie gesagt, super ausgesucht von den Jungs aus Düsseldorf. Ich glaube, Sven Teutenberg hat den Kurs zusammengebastelt. Also sehr, sehr toll, wirklich. Fürs Wetter kann er nichts. Und wenn, dann hätte man jetzt verhauen. Schöne Grüße an Sven an dieser Stelle. Wie gesagt, ganz, ganz toller Zeitverkurs. So, jetzt fängt das hier an zu regnen. Und pünktlich zum Start von Primus. Aber vielleicht merkt ihr das gar nicht. Wäre so hot. Wäre auch geil. Wäre so hot, dass das direkt wieder verdammt. Genau. Na gut. So, hier gibt es erstmal Materialschaden da hinten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da hat sich mal die Kette verkriegsknaddelt. Das ist George, der, wie gesagt, heute kriegt das Globe dicke. Der lag vorhin in der Kurve und wie gesagt, wenn es dicke kommt, dann kommt es dicke. So, das ist mein Motto. Wir verabschieden uns bis morgen und sagen es heute mal andersrum. Der Dicke. Icke. Und? Der Belgier. So sieht's aus.